Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Yay! Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zugs. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Defluxer aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Das hört sich so leicht an. Ich bezweifle, dass es das ist. Okay. Was unten? Einfach dem Kabel folgen, hat er gesagt. Ganz einfach, hat er gesagt. Nach unten? Oh nee. Okay. Okay, okay. Hier war ja nichts. Hier war ja alles cool. Okay, hier. Oh, da ist er schon. Ja, das ist ja. Das ist ja. Das wird ja easy, Leute. Das kriegen wir hin. Locker. Jetzt am besten schnell zurück. Ja. Super. Sieht gut aus. Jetzt rennen wir. Jetzt sollten wir vermutlich rennen. Nice, nice. Nice, nice. Okay, Doc, gib mir Rückendeckung. Doc, gib mir Rückendeckung. Okay, 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 so geht das nicht, so geht das nicht, so geht das nicht. Vielleicht muss ich irgendwie im Licht bleiben. Mit dem Doc so ein bisschen zusammenarbeiten und so. Die springen aber nicht rüber. Jetzt. Okay. Ah, ihr schaut eh, dass er bei mir bleibt. Okay. War ich voll einfach zu schnell. Komm mit, Doc. Docs Licht. Hier. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Okay. Doc. Woo. Party. Yeah. Aber warum die beiden? Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxer ist? Das ist definitiv unser Weg heraus. Warte einen Moment. Vielleicht kann ich den Defluxer an deiner Drohne befestigen. Drohne? Der ist ein Roboter. Oder so. Das heißt, wir bekommen die Waffe. Das finde ich nett. Das finde ich cool. Es hat geklappt. Der Defluxer ist jetzt in deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, in deiner so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Okay. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Wie benutze ich ihn? Wird er wirklich kaputt? Oder war das nur so dahergesagt? Okay, hier begrüßen uns schon Dinge. Schaff all dieses Zirks aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Halt der. Wow, da funktioniert es super. Aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Ich hoffe, er hält doch länger durch. Ich will den behalten. Let's go. Warum schleichst du? Let's go. Let's go. Let's go. Nein, ich bin nicht ungeduldig. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Natürlich. Also müssen wir den Strom wieder anschalten. Sehe ich das richtig? Da oben irgendwie. Wenn hier schon Fässer rumstehen. Die Rätsel sind wirklich sehr, sehr angenehm leicht in diesem Spiel. So. Sollte passen. Na komm. Da hoch und rein. Enger Schacht. Hier sind doch sicher auch irgendwo Zugs. Ich sehe das schon. Da wäre ein Hebel. Hebel ist gut. Okay. Hebel ist gut. Hallo? Hi!
Bam! Das dauert ja lange! Hä? Ich dachte, dieser Lichtlaser funktioniert gleich, sobald man L1 drückt, aber der braucht ein bisschen zum Aufladen. Oh Gott, okay. Nochmal. Hier! Okay, und der Balken zeigt dann... Okay, verstehe. Und schön alles weg. Wegmachen! Huch! Ja, warte. So, jetzt. Gut. Ups! das ist Tor. Wow! Hey, Doc! Alles gut bei dir? Okay, es ist immer der eine. Oh nein, da kommen noch mehr. Ja, lass noch mehr rein. Der überhitzt wirklich sehr, sehr schnell. Okay, eine ist noch da. Puh, war's das? Doc, alles gut? Puh, das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Ich bin ganz deiner Meinung. Kommen wir hier in Richtung Hause? Hier ist noch ein Tor. Ich schätze, hier musst du den Button drücken. Ich bin dafür zu klein. Press the button. Press it. Press the button. Press the button. Hier kommt doch sicher wieder, oder? Nee, hier ist schon die Tür. Jetzt die Tür. Ich gehe nach Hause. Was sind die? Ah ja, sehr toll. Ganz verwirrt. Oh, Reunion. Oh. Süß. Er hat sicher viel zu berichten. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Siamus nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zirks wehren können. Momo hat in Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Die Kanalisation. Doc und Siamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Yay! Deswegen... würde ich einfach da runtergehen und so. Und Bye-bye sagen zu den Slums. Und ab in die Kanalisation. Yay. Hallo Momo und Boot. Eher Floß. Ich gut. Ich kann nicht glauben, dass du Doc gefunden und die Flöxe bekommen hast. Damit können wir jetzt sobald das da finden. Los geht's. Also ab in die Außenwelt. Nass. Bisschen verstopft. Ich verstehe dich nicht. Aber hier ist ein Tor. Was jetzt? Ich sehe keine Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Kannst du mal auf der anderen Seite nachsehen? Klar können wir das. Hier. Dadurch. Ah ja. Okay. Ich hoffe, wir bleiben alleine. Können wir einfach ganz gechillt nach einer Öffnungsmöglichkeit suchen. Wir werden nicht von Zirks attackiert. Ich mag diese Zirks nicht. Sind ekelhaft und lassen dich schnell sterben. Oh, da ist ein Hebel. Ja, so viel dazu. Na komm, trau dich. Ja. Jetzt in Ruhe hier. Darf ich mitfahren? Dankeschön. Weiter geht's. Hm? Ich war noch nie so weit weg von den Slums. Weil du hier bist, habe ich nicht einmal Angst. Oh. Ja, Katzen beruhigen. Ich habe zwar bisher immer nur gehört, dass Hunde eine beruhigende Wirkung haben, aber Katzen, denke ich, werden das auch ganz gut hinbekommen. Ich bin zumindest immer happy, wenn mein Kater da ist.
Ich habe die Befürchtung, dass jetzt irgendwas passieren wird. Ich vertraue Cutscenes nicht. Was war das? All diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Das wird schwierig bei mir. Aber versuch dein Bestes. Soll ich darüber? Ich weiß nicht, wie ich dir da helfen kann, aber... Oh, du machst schon. Okay. Okay. You can do it. You can do it. You can do it. Yeah, yeah, yeah. Na komm. Soll ich unten durch vielleicht? Ich kann mit dir nicht weitergehen, aber ich werde nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen. Wenn du Zabalza und Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Du wirst nicht sterben, Momo. Alles okay. Hoffe ich. Ich mag Momo. Ich finde es schade, wenn er stirbt. Wir werden ihn schon irgendwie wieder zu uns holen. Oder wird einen Weg finden oder so. Oh. Oh, hier ist es schön hell. Was ist das für eine coole Kanalisation? Oh nö. Oh nö. Ach so, explodieren die erst, wenn man zu lange da steht? Okay, dann beeile ich mich einfach. So. Für uns ein Dead End. Ah ne, hier geht's hier weiter. Quatsch. Hier. Ich sehe die ersten Zugs. Ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht sehen. Also gehen wir einfach unten weiter. Ich hoffe, dass sie nicht von oben jetzt angesprungen kommen. Oh nö. Okay, kann ich da schnell durch? Ich glaube nicht. Nur nicht überhitzen. Also will ich es einfach so Step per Step machen. Ich kann auch hier gehen. Den so ein bisschen ausweichen. Tür. Natürlich. Okay. Okay. Das war schon nicht schlecht. Alles gut. Ach, da kommt noch mehr. Haha, Hi, hi. Ein Freiter. Ich bin froh, dass Momo jetzt nicht bei uns ist. Ich glaube, der... oh Gott, was? Nein, 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 nein. Ich glaube, Momo hätte hier gerade keine guten Chancen. Ist bei uns schon kritisch. Ja. Einfach durch. Einfach durch. So. Darüber. Darunter. Okay. Auch gut. Hier geht es nicht weiter. Okay. Warum auch immer mir die jetzt nicht folgen. Ich will mich gar nicht beschweren. Hier sind noch mehr. Warum? Warum sind hier so viele? Hallo. Ich mag die Kanalisation doch nicht mehr. Ups. Die war am Anfang freundlicher. So. Türschloss öffnen. Momo? Habt ihr nicht gehört? Alles gut. Oh, ist das... Da drüben ist auch eins, okay. Hier so. Komm, das schaffst du. Vielleicht auch nicht. Okay.
What the fuck? Dude, what the fuck? Ja. No way. Geht alle weg, geht alle weg. Geht alle weg, ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Okay, steht mal. Ich muss darüber. Hier. Warum waren das so viele Augen? Türschloss. Hier, Tür. Öffnen, öffne dich. Kommen die hierher? Nö. Okay. Okay. Momo? Zirks? Momo? Okay, kein Momo. Aber auch keine Zirks. Okay. Okay. Alles gut. I guess. Geh nicht so nah ran. Unser Lichtding ist jetzt kaputt. Bitte nicht. Das war so praktisch. Momo hat es zwar irgendwie vorausgesagt, oder Doc hat vorausgesagt, dass es überhitzen kann und vielleicht kaputt wird, aber ein bisschen länger hätte es noch bei uns bleiben können. Und ich hoffe, dass es B12 gut geht. Und ich hoffe, dass ich hier richtig gehe. Und was waren das für Augen? Like, waren das auch Zurks von Zurks oder... Okay. Oh. Nein. Ja. Okay. Wer hat das Tor zugemacht? Geschieht dir recht. B12. Nein! Nee, bitte nicht. Komm. Ja. Ja, du lebst wieder. Also, du existierst wieder. Es wird dunkel. Ich war allein. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Aber du hast mich gerettet. Danke dir, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meine Prozessorkern. Der Defluxer ist völlig zerstört. Wir müssen vorsichtig sein. Okay. Ich hab's dir befürchtet, aber... Ich wollte es nicht hören, B12. Ich wollte es nicht hören. Dann hoffe ich aber, dass das Kanalisationslevel nicht mehr so lange dauert. Und ich hoffe, dass die beiden jetzt nicht in Schwierigkeiten sind. Die Clementine und der andere Typ. Oh! Hey, wer bist du? Bist du einer von den beiden? Treffen. Baladin. Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keine mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenweltler? Spalzesar, der Außenweltler, hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Ameisendorf. Sehr cool. Das sieht doch schon freundlich aus. Weg von der Kanalisation. Jawohl. Diese Maschine, der Wissenschaftler, der mich geholfen hat, hat sein Gerät benutzt. Welche? Er war krank. Das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Aber ich war nicht bei ihm. Er war allein. Was hatte er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch. Und dann war alles anders. Aber beim Hochladen ging etwas schief. Es saß für hunderte von Jahren fest, bis eine kleine Katze auftauchte. Weiß, es war. Ich weiß. Ich war der Wissenschaftler. What?
Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment.